Hallo und herzlich willkommen zu Verrückten Recht, lustige Sätze und Urteile, Teil 2. Im ersten Teil haben wir uns angeschaut, was es so für lustige Urteile in Reimform gab. Und jetzt werden wir anfangen, uns einige Gesetze, Verordnungen etc. anzuschauen, welche total obskur, total merkwürdig sind und einfach teilweise heutzutage keinen Sinn mehr ergeben. Oftmals resultieren die daraus, dass sie früher mal einen Sinn oder einen Zweck hatten und sind heute mehr oder weniger obsolet. Aber stehen dennoch irgendwo in einem Gesetz verankert, auch wenn sie halt nicht mehr praktiziert werden. Daher, das, was jetzt kommt, quasi nicht ganz so ernst zu nehmen. Nicht, wenn man dagegen verstößt, wird es höchstwahrscheinlich nicht immer gleich eine Strafe geben. Es dient vielmehr quasi der Unterhaltung. Und wir fangen auch direkt an mit dem Regenschirmverbot. Das gilt in der Stadt Montgomery im Staat Alabama der USA. Denn da ist es verboten, einen Regenschirm auf offener Straße aufzuspannen. In South Dakota, den USA, ist es verboten, in einer Käserei einzuschlafen. In Portsmouth, im Staat Ohio der USA, werden neben Dieben und Stadtstreichern auch Baseballspieler zu zwielichtigen Gestalten gezählt. Also kein ehrenhafter Sportler hier in dem Sinne. Auch ein altes Gesetz aus Georgia, USA, da ist es Friseuren verboten, ihre Preise auszuhängen. Auch in China gibt es verrückte Gesetze, zum Beispiel in Shanghai. Da gibt es zum Beispiel eine Verordnung, die es Hundebesitzern verbietet, ihre Vierbeiner in der Innenstadt auf öffentlichen Plätzen, Parks und auf den Straßen sowie auf Grünflächen und Wegen geschlossener Wohnviertel auszuführen. Es gibt natürlich auch eine Ausnahme, wie von jeder Regel, und zwar mit einer behördlichen Genehmigung oder zum Tierarztbesuch ist das Ausführen des Vierbeiners tatsächlich erlaubt. Zudem müssen Besitzer ihre amtliche Zulassung zum Hundebesitz sichtbar an der Haustür anbringen. Und dieses Gesetz ist tatsächlich, wird so praktiziert und dient eigentlich dazu, quasi, ich sag mal, der Verschandelung der Stadt durch sehr viele Vierbeiner, die da angeschafft wurden, ein bisschen Herr zu werden. In Maryland, den USA, ist es illegal, Austern zu misshandeln oder einen Löwen mit ins Kino zu nehmen. Auch sehr interessant, dass man gleich zwei solche obskure Sachen in ein dasselbe Gesetz gepackt hat. In der Stadt Creskill im Staat New Jersey in den USA, das ist wahres Vogelparadies, denn da müssen alle Katzen drei Glocken tragen, um den Vögeln ihr Kommen anzukündigen. In Tampa Bay, Florida, USA, ist es verboten, an einem Sonntag nach 18 Uhr Hüttenkäse zu verzehren. Wer in der Stadt Gary im Staat Indiana in den USA nach dem Verzehr von Knoblauch nicht mindestens 4 Stunden wartet, ehe er ein Theater besucht oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, macht sich strafbar. Der Gesetzgeber hatte hier höchstwahrscheinlich ursprünglich mal etwas gegen den Geruch gehabt. In der Stadt Smyrna des Staates Georgia in der USA ist der Kauf und der Besitz von Farbspraydosen und Filzmarkern für Nicht-Volljährige, also sprich für Personen unter 18 Jahren, verboten. Der Verkauf der Gegenstände ist nur im Bereich für Volljährige zulässig. Also wo es sonst wie bei uns in, kennt keiner mehr, Videotheken, 18er-Bereiche gab oder auch in entsprechenden Handeln für Zeitschriften, das ist dann jetzt auch hier in dem Fall in der Smyrna an der Stadt für Farbspraydosen zu machen. In der Stadt Prunedale im Staat Kalifornien der USA darf pro Gebäude höchstens eine Badewanne installiert werden. Auch das Gesetz wird höchstwahrscheinlich nicht praktiziert werden. In der chinesischen Stadt Canton, China, ist das Fahrradfahren verboten. In der Stadt Milford im Staat Massachusetts der USA ist es verboten, durch Autofenster zu schauen. In der Stadt Washington im Bundesstaat Columbia der USA muss laut Gesetz des Nachts vor jedem fahrenden Auto ein Mann mit einer roten Laterne hergehen. Das Gesetz stammt höchstwahrscheinlich noch aus einer Zeit, wo Pferde und Autos, sage ich mal, in Konkurrenz zueinander standen. Und hier hat man höchstwahrscheinlich versucht, dann damals noch diesen alten Stand, sage ich mal, vom schlecht gesehen werden, ein bisschen entgegenzuwirken. In der Stadt Eureka des Staates Kalifornien, USA, ist es Männern mit Schnurrbart nicht gestattet, Frauen zu küssen. Wäre schlimm, wenn das Gesetz praktiziert werden würde, weil das wäre natürlich schon eine starke Einschränkung quasi auch in, sage ich mal, das Recht auf Selbstbestimmung. In Alamosa im Staat Colorado, den USA, müssen Hausbesitzer verhindern, dass unverheiratete Paare in ihrem Haus Sex haben. Das ist garantiert eine schwere Aufgabe auch für viele Hotelbesitzer.
Wenn Polizisten sich in der Stadt Coeur d'Alene im Staat Idaho der USA ein Auto nähern wollen, von dem sie vermuten, dass gerade Sex in diesem stattfindet, müssen sie zunächst hinter dem Auto parken, dann dreimal huben und erst dann dürfen sie sich dem Fahrzeug nähern und dabei müssen auch noch 2 Minuten vergangen sein. Also hier gibt man wirklich den Leuten Gelegenheit, die, ich sag mal, im Auto sich gerne vergnügen, quasi nicht sich entblößen zu müssen, sie wissen ja dann Bescheid. Prostitution ist in Siena, Italien, an sich nicht verboten, es sei denn, man ist eine Frau mit dem Vornamen Maria. In der Stadt Ames, im Staat Iowa der USA, darf ein Mann nach dem Sex maximal 3 Schluck Bier zu sich nehmen, solange er neben seiner Frau im Bett liegt oder sie im Arm hält. In Liverpool, Großbritannien, gilt das Zuschaustellen einer nackten Puppe als sexuelle Darstellung, weshalb Schaufensterpuppen nicht im Schaufenster umgekleidet werden dürfen. Die müssen also wirklich dann erst irgendwo ins Ladeninnere oder allgemein da, wo es niemand sehen kann, hingebracht werden, um sie dann dort umzuziehen. In London, Großbritannien, wurde versucht, die zunehmenden Beschwerden bezüglich Ruhestörungen der Nacht dadurch zu verringern, dass für illegal erklärt wurde, Ehefrauen nach 21 Uhr zu schlagen. Hier stellt sich natürlich die Frage, ob es echt so laut war und ob wirklich so viele Ehefrauen geschlagen wurden, dass das quasi zur Ruhestörung geführt hat. Das Tragen von Hüten, welche ängstlichen Personen, Kindern oder Tieren Angst einjagen könnten, ist für Frauen aus der Stadt Saco im Staat Missouri der USA verboten. Auch das Gesetz wird höchstwahrscheinlich nicht praktiziert und wäre auch sehr schwer zu praktizieren, weil die Frage ist, was ist dann denn überhaupt so eine Kopfbedeckung? Wann ist so ein Hut gruselig und wann nicht? Im Staat Florida der USA können Frauen und oder Besitzer von Friseursalons mit Geldstrafe geahndet werden, wenn die Frau unter einer Trockenhaube im Salon einschläft. In der Stadt Auburn im Staat Washington in der USA droht Männern eine Haftstrafe bis zu 5 Jahren, wenn sie eine Jungfrau entjungfern. Und das ist vollkommen egal warum. Das Alter spielt keine Rolle, der Familienstand, es ist auch vollkommen egal, ob das miteinander im Einverständnis stattfindet. Es ist grundsätzlich einfach erst einmal verboten. Was natürlich riesengroßer Quatsch ist. Allerdings ist Auburn eine sehr, sehr kleine Stadt einerseits. Andererseits ist das Gesetz garantiert schon obsolet und wird garantiert auch nicht mehr so praktiziert. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. In der Schweiz ist das Essen von Hunden erlaubt. Nur der kommerzielle Verkauf von Hundefleisch ist verboten. Und ja, das sagt man ja quasi eigentlich nur den Chinesen erstmal nach, von daher vielleicht etwas überraschend. In der Stadt Eraclea in Italien dürfen am Strand keine Sandburgen gebaut werden, da diese den Strandbesuchern die Wege versperren. In der Stadt Las Vegas im Staat Nevada der USA ist das Verpfänden von Zahnprothesen verboten, ansonsten scheint man aber alles Mögliche verpfänden zu können, wenn man mal knapp an Geld ist. In Liverpool, Großbritannien, ist es Frauen verboten, barbusig im Geschäft zu stehen. Ausgenommen sind hiervon Geschäfte für tropische Fische, da ist das durchaus erlaubt. Und man stellt sich natürlich auch die Frage, wie oft habe ich mir schon mal in meinem tropischen Fischgeschäft meiner Wahl, ich kenne keins, gedacht, schade, dass die Bedienung nicht barbusig dort steht. Also das sind echt komische Dinge. Ohne Genehmigung der Regierung ist es Buddhisten die Reinkarnation in China einfach nicht erlaubt. Also die dürfen einfach nicht wieder auferstehen, wenn die Regierung das nicht genehmigt. Und man hat das höchstwahrscheinlich mal dann eingeführt, damit der Dalai Lama quasi nicht willkürlich bestimmt werden kann, sondern da die chinesische Regierung ein bisschen Eingriffsrecht hat. Aber auch ein totaler Quatsch. Und last but not least, Nummer 30. In der Stadt Denver, im Staat Colorado der USA, ist es verboten, an Sonntagen schwarz lackierte Autos zu fahren. Warum auch immer das so ist. Ja, und damit haben wir, oder habe ich euch jetzt 30 verrückte Gesetze vorgestellt. Und ich kann euch versprechen, es gibt noch einen ganzen Haufen skurriles Zeug, das ich natürlich auch in den nächsten Videos dazu gerne vorstellen möchte. Bis dahin möchte ich mich dafür bedanken, dass ihr hier wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen schmunzeln über das verrückte Zeug. Ich würde mich natürlich über Feedback freuen. Daumen hoch hilft mir auch. Und gerne könnt ihr mich damit unterstützen, dass ihr mir doch meinen Kanal abonniert und oder vielleicht auch bei Patreon mal vorbeischaut. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage Tschüss!